Ach je, nun ist auch die letzte Oase vom Chaos verschlungen worden. Oh, ein Skarabäus. Hallo. Bist du auch ganz allein? Tja, dann geht es dir wie mir. Hast du gehört, das Chaos hat schon wieder eine Oase verschlungen. Und jetzt bin ich der letzte Wassergeist, den es in dieser Wüste noch gibt. Was soll ich nur tun, kleiner Skarabäus? Allein kann ich doch keine Oasen wachsen lassen. Nanu, was ist denn das? Aber dieser Samen ist ja... Ich wusste es, da war ein Sprössling drin. Hey, sag bloß, du kannst mich sehen. Oh, du bist ein Kind des großen Baumes, stimmt's? Nur Kinder des großen Baumes können Wassergeister wie mich sehen. Einen schönen guten Morgen, Frau Sprössling. Ich heiße Esna und wie heißt du? Du bist Nina. Gut, das kann ich mir merken. Aber sag, warum warst du denn zu einem Samen zusammengerollt? Oh nein, du bist aus der Oase geflohen, die vom Chaos verschluckt wurde? Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für dich gewesen sein muss. Aber andererseits ein Glück, dass du mit dem Leben davon gekommen bist. Sag Nina, was wirst du nun tun? Verstehe, dein Bruder wollte also, dass du eine neue Oase erschaffst. Dein Bruder würde sich sicher wünschen, dass du nicht aufgibst, sondern dein Leben voll auslebst. Weißt du was? Ich mach mit. Vom Chaos dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Das ist mein Motto, schon seitdem ich klein bin. Und ich wollte schon immer eine Oase erschaffen. Eine Oase, in der alle lachen und niemand je traurig sein muss. Was sagst du, Nina? Wollen wir zusammen eine solche Oase erschaffen? Jo, danke, Nina. Hurra, wir haben eine Oase erschaffen. Gemeinsam werden wir sie zur schönsten Oase aller Zeiten machen. Hoffentlich kommen ganz viele Reisende zu Besuch. Komm, lass uns gleich einen Blick auf unsere Oase werfen.
Oh, wie wunderschön es hier jetzt ist. Wie es wohl dort drüben aussieht? Ich würde ja so gern mitkommen und mir alles mit dir gemeinsam ansehen, aber als Wassergeist kann ich die Quelle leider nicht verlassen. Oh, ich habe eine Idee. Herr Skarabäus, möchtest du Nina für mich begleiten? Ich gebe Herrn Skarabäus einen Teil meiner Kraft in Form dieses Wasserballs mit. Dann kann ich alles sehen, was du siehst, und kann jederzeit mit dir sprechen. So bin ich immer an deiner Seite. Dann lass uns mal auf Erkundungstour durch die Oase gehen. Aber das ist ja eine Oase. Puh, was für ein Glück. Hier kann ich mich bestimmt ausruhen. Du hast Informationen über Risha von den Sprösslingen erhalten. Die erste Besucherin deiner Oase. Fröhlich und gutmütig. Im Menüpunkt Gefolge findest du allerlei Info dazu, wer gerade deine Oase besucht, wer bereits in der Oase lebt und wer draußen in der Wüste herumirrt und eventuell deine Hilfe brauchen könnte. Oh, wir haben Besuch, wie aufregend. Lass uns nachsehen, wer gekommen ist. Ah, jetzt haben wir sogar auch einen Pfeil, wo wir hin müssen. Oh. Müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen. Naja, fast. So. Huch, dann mal hier durch. Die ist voll putzig. Hallo. Ah, hallo auch. Bist du etwa der Häuptling dieser Oase? Nina heißt du. Mein Name ist Risha. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ich hatte gehört, dass es keine Oasen mehr gibt, aber offensichtlich ist dem nicht so, zum Glück. Aber hier gibt es ja gar keine Knospenläden. Hast du etwa noch gar kein Gefolge hier? Ach so, verstehe, du hast die Oase gerade erst erschaffen. Dann ist es kein Wunder, dass du noch kein Gefolge hast. Keine Sorge, das kommt alles mit der Zeit. Nach und nach werden sich bestimmt ganz viele Reisende hier niederlassen und deine Freunde werden wollen. Wer in deiner Oase lebt, zählt zu deinem Gefolge. Und wer in deinem Gefolge ist, darf hier einen Knospenladen eröffnen. In Knospenläden werden tolle Sachen zum Verkauf angeboten und das zieht neue Besucher und Reisende an. Ich würde jetzt so gerne meinen eigenen Knospenladen hier aufmachen. Bloß habe ich nichts bei mir, was ich zum Verkauf anbieten könnte. Und was wäre ein Knospenladen ohne Waren? Hätte ich wenigstens ein paar Rosbeeren zur Hand. Rishas Bitte. Wichtige Ereignisse, die die Geschichte voranbringen, werden in Rot aufgelistet. Andere Aufgaben, die du als Bitten erhalten hast, werden in Blau dargestellt. Neben Hauptmissionen kannst du dich nur um eine Bitte aktiv kümmern. Mit A legst du eine Bitte als aktive Bitte fest. Sie wird dann mit einem blauen Symbol markiert. Die Liste deiner Ziele und Aufgaben kann jederzeit über die entsprechende Schaltfläche auf dem Touchscreen aufgerufen werden. Du kannst nur innerhalb der Oase festsetzen, welche Bitte deine Priorität sein soll. Aktiviere die Bitte daher, bevor du die Oase verlässt. Rishas Bitte. Möchtest du die Bitte von Risha annehmen? Ja, bitte. Du hast die Bitte von Risha aktiviert. Wenn Reisende deine Oase gefällt, wollen sie dort wohnen und deinem Gefolge beitreten. Sprösslinge, die deinem Gefolge beitreten können, in deiner Oase Knospenläden eröffnen. Lasse in diesen Läden allerlei Waren verkaufen, um wieder neue Reisende anzulocken. Nina, ich bin's. Hi, jetzt können wir jederzeit plaudern, egal wo du bist. Ui, ich muss ja sagen, ich freue mich immer noch wahnsinnig, dass wir so schnell Besuch bekommen haben. Wenn wir viele Knospenläden bauen, werden sicher noch mehr Wanderer neugierig auf unsere Oase. Komm, wir versuchen mal Risha zu überreden, bei uns einzuziehen. Es wäre doch toll, wenn sie einen Knospenladen bei uns aufmacht, oder? Mal sehen, sie wollte Rosbeeren haben, nicht wahr? Vielleicht wachsen ja welche hier in der Oase. Schauen wir mal nach. Gut, dann suchen wir doch mal nach... Oh, da vorne ist wieder ein Pfeil. Wie praktisch.
Dann gehen wir doch mal hier schauen, oh, ob hier eventuell ein paar Rosbeeren wachsen. Das sind bestimmt die roten da oben. Triffst du einen Obstbaum mit deiner Windmagie, kannst du seine Früchte ernten. Obstbäume tragen jeden Tag neue Früchte. Ah, hat funktioniert. So, dann nochmal so und so. Hurra, da sind die ja, die Rosbeeren. Bringen wir sie zu Risha. Eine sehr coole Quest erledigt, Musik. Allgemein, die Musik ist voll cool. So, wo ist Risha denn? Eben lief die doch hier rum. Ist die noch hier? Scheinbar nicht. Ah, da. Liegt da etwas auf dem Herzen, Nina? Na nun, das sind doch Rosbeeren. Wie, die hast du nur für mich gepflückt? Wow, das ist ja unheimlich nett von dir. Vielen, vielen Dank. Heilfrucht als Dankeschön erhalten. Du bist ja eine nette, Nina. Ich habe so das Gefühl, dass diese kleine Oase unter deiner Führung so richtig aufblühen wird. Weißt du was? Ich glaube, ich bleibe hier. Ich lasse mich in deiner Oase nieder. Gefolge gewachsen. Der Risha von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Obst bauen. Juhu, wir haben eine neue Freundin gewonnen. Risha gehört jetzt zu deinem Gefolge, Nina. Das bedeutet, dass sie jetzt bei uns in der Oase wohnen wird. Und wenn du sie lieb bittest, macht sie bestimmt einen Knospenladen für dich auf. Du möchtest einen Knospenladen errichten, dann berühre auf dem Touchscreen Bauen und so gelangst du in das Menü, in dem du entscheiden kannst, wo der Laden platziert werden soll. Symbol berühren. Bauen, ja. Ist ein neuer Sprössling in deinem Gefolge beigetreten? In diesem Modus kannst du einen Platz für seinen Knospenladen wählen. Jeder Laden kostet nur beim ersten Platzieren Taujuwelen. Mit dem Joystick kannst du einen Ort für den geplanten Knospenladen wählen. Drückst du A, öffnet sich eine Liste aller Gebäude, die du dort platzieren kannst. Bau nun den Obstladen für Risha. Dann schauen wir doch mal. Den bauen wir doch mal direkt hier vorne an, würde ich sagen. Dann hat sie es nicht so weit bis zum Obstbaum, falls sie da mal hin muss. Ja, den Obstladen bitte. An diesem Laden interessiert keiner, aber ja, wir platzieren den. Ah, ach so, das müssen so vier... Ah, jetzt verstehe ich. Ja, dann kommt der hier hin. Ja. Knospenladen eröffnet. Hurra, jetzt habe ich meinen eigenen Knospenladen. Da kann ich ja gleich mit dem Obsthandel loslegen. Alles klar, mehr kann ich ja jetzt gerade, glaube ich, sowieso nicht bauen, ne? Möchtest du mit dem Bauen aufhören? Ja, muss ich ja. So sieht also ein Knospenladen aus. Ich sehe so einen zum ersten Mal. Wie süß. Hoffentlich ziehen noch ganz viele Reisende bei uns ein, denn ist bald die ganze Oase voller Knospenläden. Oh, es ist schon Abend. Ich glaube, für heute haben wir genug gearbeitet, Nina. Wie wär's, wenn du dich für heute aufs Ohr legst? Direkt neben dem Schrein gibt es doch dieses kleine süße Baumhaus.
Oh, die Musik ist total schön. Von innen sieht das Baumhaus ja noch bequemer aus. Wäre das nichts für dich? Hier drin könntest du es dir so richtig schön gemütlich machen. Hier kannst du mal eine Verschnaufspause einlegen, wenn du dich von deinen ganzen Pflichten erholen willst. Wenn du vor der Hängematte in deinem Zuhause A drückst, kannst du bis zum nächsten Morgen schlafen oder deinen Spielfortschritt speichern. Alles klar. Was habe ich da jetzt? Eine Truhe sogar. An der Truhe im Baumhaus kannst du jederzeit deine Ausrüstung ändern. Wir haben nicht so viel, ne? Also von daher. Ist das halt so. Gut, dann würde ich doch mal sagen, schlafen wir jetzt? Beziehungsweise ich speichere einfach mal eine Runde und dann beende ich jetzt diese erste Aufnahme hier von Ever Oasis. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch so gut wie mir, weil ich finde es im Moment wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir das weiterspielen werden. Also, hoffentlich gefällt es euch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.